Hallo Dino, hallo Dina. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Sollen wir das Dino-Rad drehen und herausfinden, was ihr heute lernt? Mal schauen, wo das Dino-Rad anhält. Es ist das Zahlenfeld. Was kommt als nächstes? Eine Uhr. Und wo gehen wir hin? In den Park. Ihr werdet im Park lernen, die Uhrzeit abzulesen. Seid ihr aufgeregt? Heute werdet ihr etwas über Minuten lernen. Und schaut mal, was wir hier haben, um euch zu helfen. Eine riesige Uhr. Uhren haben die Zahlen 1 bis 12. Die Uhr hat zwei Pfeile, sie heißen Zeiger. Der kurze Zeiger zeigt die Stunde an. Und der lange Zeiger zeigt uns, wie viele Minuten der Stunde vergangen sind. Ergibt das soweit Sinn für euch? Keine Sorge, heute lernen wir nur etwas über Minuten. Dino, Dina, habt ihr Lust, die Zeiger der Uhr zu bewegen? Kannst du den Minutenzeiger so schieben, dass er auf 3 zeigt? Der Minutenzeiger ist der lange. Gut gemacht, Dino. Das ist eine Viertelstunde nach oder 15 Minuten nach. Kannst du den Minutenzeiger wieder auf den Beginn der Stunde schieben? Gut gemacht, Dino. Kannst du den Minutenzeiger auf die 6 schieben? Das ist großartig. Wenn der Minutenzeiger auf der 6 steht, bedeutet das, dass es halb nach ist oder 30 Minuten nach. Kannst du den Minutenzeiger zurück auf den Beginn der Stunde stellen? Wirst du müde, Dino? Du machst das richtig gut. Kannst du den Minutenzeiger auf die 9 stellen? Gut gemacht, Dino. Das ist eine Viertelstunde vor oder 45 Minuten nach. Dino? Oh nein, er ist eingeschlafen. Möchtest du eine Pause, Dino? Möchtest du es mal probieren, Dina? Kannst du den Minutenzeiger zurück auf den Beginn der Stunde stellen, Dina? Kannst du den Minutenzeiger einmal um die ganze Uhr schieben? Gut gemacht, Dina. Der Minutenzeiger steht auf der ganzen Stunde. Sollen wir die Uhrzeit noch einmal durchgehen? Viertel nach oder 15 Minuten nach? Halb nach oder 30 Minuten nach? Viertel vor oder 45 Minuten nach? Die volle Stunde. Gut gemacht, Dino und Dina. Hattet ihr Spaß heute? Das ist großartig. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino. Hast du Lust, mit Dina Verstecken zu spielen? Großartig, dann fangen wir an. Wo ist Dina? Ich denke, du solltest mal hinter dieser Mauer nachschauen. Da ist sie. Gleich nochmal. Weißt du, wo sie ist, Dino? Du hast recht. Sie könnte in einer dieser Schachteln sein. Versuch eine andere Schachtel, Dino. Gut gemacht, Dino. Auf geht's, Dino. Such dir ein anderes Versteck. Hast du schon eine Idee, Dino? Schauen wir uns den Müllcontainer mal etwas genauer an. Da ist sie ja. Auf geht's, einmal noch. Wo ist Dina?
Aber natürlich, Dina könnte in einem der Büsche sein. Wir haben dich gefunden, Dina. Wir hatten heute viel Spaß, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina, wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig! Also, ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir sehen, worüber wir heute etwas lernen werden. Guckt mal, es ist das Sicherheitsfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir lernen etwas über öffentliche Sicherheit. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir spielen ein Spiel zur öffentlichen Sicherheit im Park, um etwas über Sicherheit zu lernen. Dino, Dina, habt ihr Lust, ein öffentliches Sicherheitsspiel zu spielen? Alles klar. Als erstes brauchen wir die Sicherheitsregeln. Okay, eine Spiel-nicht-mit-Streichhölzern-Sicherheitsregel für Dino und eine Sprich-nicht-mit-Fremden-Sicherheitsregel für Dina. Gehen wir in den Park und lernen etwas über öffentliche Sicherheit. Bereit? Seid ihr bereit, eure öffentliche Sicherheitsregel mit einem öffentlichen Sicherheitsfahrzeug zu kombinieren? Okay, fangen wir an. Dino, platziere deine Spiel-nicht-mit-Streichhölzern-Sicherheitsregel auf dem richtigen öffentlichen Sicherheitsfahrzeug. Hervorragend, Dino. Deine Spiel-nicht-mit-Streichhölzern-Sicherheitsregel gehört zum Feuerwehrauto, weil... Das ist richtig, Dino, weil Feuerwehrautos Feuer löschen. Jetzt bist du dran, Dina. Gut gemacht, Dina. Deine Sprich-nicht-mit-Fremden-Sicherheitsregel gehört zum Polizeiauto. Das ist richtig, Dina, weil die Polizei böse Leute verhaftet. Okay, Leute, noch eine Runde? Okay, Dino. Du bekommst die Wenn-du-verletzt-bist-Sicherheitsregel. Du hast recht, Dino. Es ist nur noch ein öffentliches Sicherheitsfahrzeug übrig. Ist schon okay, Dino. Dina kann sie auf dem richtigen Fahrzeug platzieren. Perfekt, Dina. Die Wenn-du-verletzt-bist-Sicherheitsregel gehört zum Krankenwagen. Das ist richtig, Dino, weil du einen Krankenwagen rufst, wenn du verletzt bist. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute so viele Sicherheitsregeln gelernt. Könnt ihr euch noch an sie erinnern? Richtig, Dino. Ihr habt gelernt, nicht mit Streichhölzern zu spielen und nicht mit Fremden zu sprechen. Richtig, Dina. Und die, wenn du verletzt bist, Sicherheitsregel. Gut gemacht, alle zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Toll, euch wiederzusehen. Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Also, dann dreht das Dino-Rad und wir sehen, was wir heute lernen werden. Mal schauen, wo das Dino-Rad anhält. Das Zahlenfeld. Was kommt wohl als nächstes? Oh, schaut mal, ein ferngesteuertes Auto. Wofür wir das wohl brauchen? Ein Bällebad. Wir lernen zählen, indem wir ferngesteuerte Autos in ein Bällebad springen lassen. Wie aufregend! Hier kommen die Autos. Vergesst die Fernsteuerungen nicht. Okay, dann mal los. Lasst uns Spaß haben. Und hier sind wir auch schon. Ihr müsst mit den Autos über diese Rampe fahren, sodass sie sich überschlagen. Und wir zählen, wie oft sie sich überschlagen. Dina, du bist als erstes dran. Fantastisch, Dina. Dein Auto hat sich einmal überschlagen. Okay, Dino, jetzt bist du an der Reihe.
Wow, das war fantastisch. Dein Auto hat sich zweimal überschlagen. Jetzt bist du wieder an der Reihe, Dina. Unglaublich, Dina. Dein Auto hat sich dreimal überschlagen. Gut gemacht. Dino, mal sehen, wie oft dein Auto sich überschlagen wird. Wow, ist das fantastisch. Dein Auto hat sich viermal überschlagen. Das hat Spaß gemacht, nicht wahr? Wollt ihr noch mal zählen, wie oft sich eure ferngesteuerten Autos überschlagen haben? Okay. Eins. Zwei. Drei. Viermal. Wir haben heute so viel gelernt. Ach, ich freue mich so für euch, ihr lieben Dinosaurier. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, hallo Dina. Wie geht es euch? Habt ihr Lust, heute etwas Neues zu lernen? Großartig. Ihr wisst, was zu tun ist. Drückt das Dino-Rad und wir werden sehen, worüber wir heute etwas lernen. Schaut, es ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir spielen Bingo. Ich frage mich, wo? Ich glaube, ich weiß, was das heißt. Wir werden Schneemann-Bingo im Park spielen, um etwas über Farben zu lernen. Dino, Dina, habt ihr Lust, Farben zu lernen mit Schneemännern? Als erstes brauchen wir unsere Bingo-Chips. Schaut, ein gelber Bingo-Chip für Dino und ein roter Bingo-Chip für Dina. Lasst uns in den Park gehen, um zu sehen, was für Farben wir lernen. Bereit? Seid ihr bereit, eure Bingo-Chips auf dem Schneemann-Bingo-Brett abzulegen? Okay, fangen wir an. Dino, lege deinen gelben Bingo-Chip auf den Schneemann, der einen gelben Schal und eine gelbe Strickmütze trägt, auf dem Schneemann-Bingo-Brett. Hervorragend, Dino. Du hast deinen gelben Chip auf den Schneemann gelegt. Jetzt bist du dran, Dina. Platziere deinen Bingo-Chip. Der Schneemann, der einen roten Schal und eine rote Strickmütze hat, hat jetzt einen roten Bingo-Chip. Okay, Leute, noch eine Runde? Okay, Dino. Du nimmst den lila Bingo-Chip und Dina nimmt den grünen Bingo-Chip. Du möchtest einen Preis, Dino? Natürlich. Wenn du drei in einer Reihe hast. Okay. Mal schauen, ob wir drei Schneemänner in einer Reihe hinbekommen. Okay, Dino. Lege deinen lila Bingo-Chip auf den Schneemann mit dem lila Schal und der lila Strickmütze. Perfekt, Dina. Du bist an der Reihe, Dina. Lege deinen grünen Bingo-Chip auf den Schneemann mit dem grünen Schal und der grünen Strickmütze. Großartig, Dina. Und das heißt Bingo. Drei Chips in einer Reihe. Gut gemacht, Dino und Dina. Ihr habt heute so viele Farben gelernt. Wisst ihr noch welche? Das ist richtig, Dino. Ihr habt die Farben Gelb und Rot? Ja, Dina. Und Lila und Grün gelernt. Was meinst du, Dino? Ob du jetzt deinen Preis haben kannst? Natürlich kannst du das. Viel Spaß mit euren Schneemännern, Dino und Dina. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Hallo Dino, wie geht es dir? Hast du Lust, mit uns Flummi zu spielen? Großartig, auf geht's! Rot. Weißt du, welches die rote Rutsche ist? Das ist richtig, Dino. Du kannst jetzt den roten Eimer zur roten Rutsche schieben.
Orange. Kannst du uns zeigen, welches die orangene Treppe ist? Warte mal, Dino. Das ist die grüne Rutsche. Versuch es noch einmal. Gut gemacht, Dino. Jetzt kannst du den orangenen Eimer zur orangenen Treppe schieben. Grün. Kannst du uns die grüne Treppe zeigen? Das ist richtig, Dino. Blau. Weißt du, welches die blaue Treppe ist? Fantastisch! Jetzt kannst du den blauen Eimer zur blauen Treppe schieben. Gut gemacht, Dino. Du hast das Flummi-Spiel gespielt und so viele Farben gelernt. Sollen wir sie wiederholen? Rot. Orange. Grün. Blau. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Wir sehen uns. Hallo, Dino. Hallo, Dina. Habt ihr zwei Spaß? Habt ihr Lust, heute wieder was vom Dino-Rad zu lernen? Großartig. Also, wer mag das Dino-Rad drücken und herausfinden, worüber wir heute etwas lernen? Das ist das Farbenfeld. Mal schauen, was als nächstes anhält. Wir werden Tennis spielen. Ich frage mich, wo? Auf dem Tennisplatz. Natürlich. Hat einer von euch schon mal Tennis gespielt, Dinosaurier? Nein? Also keine Sorge. Das macht eine Menge Spaß. Mal schauen, was das Dino-Rad uns für Dinge gibt zum Tennisspielen. Wow! Schaut mal, Dinosaurier. Wir haben Tennisschläger, Tennisschuhe und Tennisstirnbänder. Dann ziehen wir uns mal um und gehen zum Tennisplatz. Was sagt ihr, Dinosaurier? Großartig, auf geht's! Wow, Dino und Dina! Ist dieser Tennisplatz nicht fantastisch? Und schaut, da ist eine Tennisballmaschine. Wer möchte als erstes einen Tennisball schlagen? Okay, Dino. Also, erinnere ich, Dino, du musst die Farbe des Balles rufen, bevor du ihn schlägst, okay? Das ist richtig, Dino. Es ist ein blauer Tennisball. Gut gemacht, Dino. Das war ein großartiger erster Versuch. Dina, möchtest du als nächstes? Gut gemacht, Dina. Du hast recht. Es ist ein grüner Ball. Dino, du bist wieder dran. Ja, es ist ein roter Ball, Dino. Wow, Dinosaurier! Ihr seid ja schon richtige Tennisexperten. Dina, möchtest du den letzten farbigen Ball schlagen? Das ist richtig, Dina. Das ist ein vielfarbiger Ball.
Super, Dina. Was für ein kräftiger Schlag. Also, Dinosaurier, könnt ihr mir sagen, was für Farben wir heute gelernt haben? Ja, Dino, da war ein blauer Ball und ein grüner Ball und ein roter Ball und ein vielfarbiger Ball. Was für einen spaßigen Tag wir heute hatten. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns.